So, moin moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück. Wir befinden uns hier direkt, in der Zitadelle. Wir versuchen, Saren aufzuhalten. Und ja, das klappt. Mit ihm. Wie lebt der denn noch? Der hat sich schon ein Schutzschild wieder geholt, ne? Oh, jetzt war es das aber für ihn. So. Dann kommen wir weiter hier. Ganz geil, wie sie rumflattern, ne? Lustig gemacht. So, mal gucken, wer da jetzt noch auftaucht. Perfekt. Einer ist da noch. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir da die... Oh! Okay, kommt mal weg da, Leute. Einmal kurz unsere Schutzschilde hochhaben. Das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn wir jetzt schon draufgehen. Die mal. Kann man die mal kaputt machen? Oh! Oh! Okay, man kann sie zerstören, das ist schon mal gut. Ja, gut. Kann man auch direkt speichern? Nee, kann man nicht. Gucken, ob die anderen auch zerstört bekommen. Oh, da sind auch welche. Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt hab ich sie gesehen. Auch zerstört, sehr gut. Wir müssen ein bisschen ranhalten, sonst kriegen wir die, glaube ich, nicht alle hier. Oh, da kommt gerade ein Gegner, das war gar kein Gegner. Das ist kein Gegner von uns. Ach, wir rennen einfach hier längs, einmal außen rum. Auch zerstört.
Wo genau längs sollen, wissen wir noch gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur in diese Richtung. Da kommen wir schon irgendwie an. Da müssen wir hier runter. Aber wir sind gar keine Gegner. Das ist hier so ein paar Rumpfleuchen. Zugangsluke, das klingt doch gut. So. Okay. Ist die Frage, was hier noch so abgeht. Schon Medigel bekommen. Okay, da oben ist der Weihersaren gerade eben schon. Gerade nicht, der muss hier um die Ecke sitzen. Scheiß auf dein Schutzschild, ey. Okay. Gehen wir hier hoch. Da ist er, Saren. Nö. Wo ist er hin? Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Geht zu töten dauert. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass sie warten mussten. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Diesmal nicht. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Vormaier überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Was haben Sie getan? Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Sie verstehen es nicht, Shepard. In der neuen Ordnung gibt es einen Platz für Organische. Die Reaper brauchen Männer und Frauen der Tat. Leute wie uns. Die Sovereign hat ihren Wert erkannt. Sie haben sie beeindruckt. Unterwerfen Sie sich den Reapern, dann werden Sie verschont. Schließen Sie sich uns an, dann finden wir einen Platz für Sie. Als Sklave? Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Dann werden sie sterben. So wie ihre Gefährten. Wie alle, die sie kennen und lieben. Wie jeder, den sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben. Oh. Die Reaper kann man nicht aufhalten. Den Proteanern gelang es nicht und sie können es auch nicht. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. Ach, das ist doch sinnlos. Ich werde mich nicht mehr mit Ihnen streiten. Bringen wir es zu Ende. Yeah.
kann ich schießen. Ach, dann geht der nicht ganz um mich rum. Jetzt bin ich bereit. Oh, fuck. Okay, also ich habe nicht gesehen, dass noch Gegner kamen. Das war natürlich dumm. Nochmal. Ach, Mann, ich hab nicht auf meine Energie geachtet. Das war auch wieder blöd. Okay, nochmal. Ja, mal runtergehen, Tag. Muss auf jeden Fall hier ein bisschen. Hier, wo ist denn der Spaß jetzt hin? Oh, verdammt, das war so eine enge Kiste. So eine enge Kiste. Hm. Gleich mal. Hier unten einmal kalt machen wir. Blöde Sarah, der nervt echt.
hänge gerade ein bisschen fest. Jemand mehr. Ach nee, das ist meine eigene Schuppe. So, kurz warten. Die Frage, wo er ist, ne? Oh nein, hat schon wieder meine Waffe blockiert. So ein Wichser. Okay, warte. Geht auch nicht. Oh, endlich! Oh, Gottchen. Uiuiui. Oh. Das ist nicht so schön. Oh. Ausgehaucht. So, meine Leute sind auch wieder da. Gut. Die Frage, was wir jetzt noch machen können, dass man schnell zu der Zelda hochrennt. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Genau, aktivieren. Wir müssen jetzt unser Programm reinladen. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell! Öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. The Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole. Der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin's. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sie können keine Menschen opfern, um den Rat zu retten. Was haben die denn je für uns getan? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Sehr richtig. Wir können keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Wir müssen sie zurückhalten, bis die Sovereign angreifbar ist. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten?
Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun, Mensch. Der Rat darf nicht umsonst sterben. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Die Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Okay. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Naja. So viel Leben kann er eigentlich nicht mehr, oder? Aber wer weiß. Das Schrecken taucht immer noch einmal auf, ne? Hätte ich auch gemacht. Er ist tot. Obwohl? Tot. Ich bin Sovereign und die Dissension. Wo ist der hin, der Typ? Der jetzt? Ah, sie lässt auf jeden Fall locker. Schon mal sieht. Dieser Bogen ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Ich hasse, dass mir das passiert.
Okay, das bringt mir gar nichts gerade. Wir haben sie zerstört. Die Schilde sind unten. Das ist unsere Chance. Feuer durch alle Behörden. An meine Flanke. Wir fliegen rein. Na, haben wir überlebt? Ah, doch, ne? Jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen.
Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Das kommt mir alles nicht richtig vor. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt beginnt die richtige Arbeit. Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Aber die geballte Faust. Na? So, das war wohl der erste Teil von Mass Effect, würde ich behaupten. Ziemlich cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden immer weitermachen mit Teil 2 und 3 auch noch. Allerdings nicht jetzt sofort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr Lust, beim nächsten Mal zuzuschauen. Für heute machen wir Schluss. Und ja, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.